So, Phoenix sagt, du bist dran. Du sagst ja. Ach ja, das sagst du. Stimmt. Na ja. Dann, sagst du. Walte deines Amtes. Läuft der Hoffmann? Du bist alles am Start. Mhm. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia. Heute geht's um die Highschool. Wir wollen mal wieder ein bisschen Bildung machen für den Auftrag. Nee, Spaß beiseite, wir wollen aber mal ein bisschen nachsitzen. Error. Und zwar müssen wir rausfinden, was für ein Geist ist. Ein Foto vom Geist machen. Geist hinter mit dem Kruzifix einzusuchen. Und die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors feststellen. Der Geist heißt Donald Red Davids. Und wir können ihm nicht sagen, ob der Geist auf Einzelpersonen oder Gruppen reagiert. Mit an Start ist natürlich die äußerst charmante und gut aussehende Phoenixa und der sehr edel auftretende und wohlgebildete Dark-O-Lord. Oh, hallo zusammen. Hi. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich geehrt fühlen soll oder ob mir schlecht werden soll, aber danke dafür. Okay, tschüss, ich gehe zum Donner. Geht zu Donner, ja. Donner? Ich habe den großen Vorteil, hier gibt es keine Schlafzimmer in der Highschool. Vielleicht habe ich jetzt Glück und darf leben. Stimmt, gibt es ein Lehrerzimmer. Ja, ein Lehrerzimmer, da stehen ja keine Betten. Aber Couch. Ja, okay. Donner, leck mich doch. Kannst mir gar nicht. Ich sitze am Fenster. Habt ihr 3 Grad? 4 Grad, ja, im Flur 8 Grad. Das Problem aber ist. Aber das ist die Kälte ja, am Nein, das Problem ist, es muss sich erst aufheizen. Und Licht geht, glaube ich, nicht. Ja, dann bringt uns das Thermometer exakt nichts. Na, dann tauschen wir es aus gegen den EMF-Reader. Ich bin auch. Sachse, achte mal mit auf die Sicherungskasten. Ja, ich bin oben. Was denn, Phoenix? Tausch mal aus das Thermometer, wenn du sagst, es bringt uns nichts. Kannst du mir sagen, wo der Sicherungskasten ist? Nein. Nicht wirklich. Haben wir 2 EMF-Räder draußen? Ja. Dann lass EMF. Ich hab ihn mit. Achso, dann haben wir nämlich nur noch einen. Okay. Weil wenn das jetzt hier... Aber ändert sich die Temperatur eigentlich irgendwie nochmal? Also dass man das Thema wieder... Ja, wenn der Strom an ist, dann wird es wärmer. Ah. Aber wir müssen erst den Sicherungskasten ziehen. Ah, okay, verstehe. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der immer unter der Treppe irgendwo war. Das kann sein. Naja, gut. Du EMF, ich EMF, wie... Nimmst du EMF mit? Ich guck mal wegen Stromkasten. Okay. Sagst du? Der links unter der Treppe. Ja, hier. Also müssen wir rein. Da ist er, siehst du? Da rechts. Ja, ja. Also wir müssen rein und rechts rum. Okay. Naja. Links ist der Sachse und rechts ist der Oh ja. Also links, wo, ja rein. Merkst du dir das? Was? Merkst du dir das? Hab ich schon vergessen, aber ist okay. Vorgelesen und instant links vergessen. Rum, Treppe hoch. Rechts der dritte Raum. Treppe hoch. Ja. Was erzählt er? Keine Ahnung. Aha.
Manchmal weiß ich wirklich nicht, was furchterregender ist, der Geist oder unser Kollege Geisterjäger. Ich glaube unser Kollege. Ja, definitiv unser Kollege. Wir können ja jetzt zusammen gehen. Flurlichter anmachen. Ja, glaube ich ganz gut. Wir können ja zusammen gehen. Ich habe EMF, du hast Thermometer. Mal gucken. Und der Sachse ist ja sowieso nicht alleine. Der hat ja, ist ja mit dem Geist im Bunde. Also von daher. Für den ist das ja alles kein Problem. Na, früher oder später klingelt eh irgendwo ein Telefon. Ja. Es war Licht hier, ja, aber es muss halt erst aufheizen. Dann halte ich mich jetzt an dich. Also an dein Urteil. Was hältst du dich? Ich sag, dann halte ich mich jetzt an dein Urteil, was die Räume angeht, weil EMF ist ja bis jetzt nichts passiert. Ja. Sagst du, wie sieht's bei dir aus? Lebst du noch? Zeit mit Switcherport. Wenn nichts hast, du Switcherport schon machst, ja? Nein. Unten schon überall geguckt eigentlich? Ich bin unten gerade.
Telefon. Ich hatte 4er EMF-Ausschlag jetzt gerade während der Jagd. Der jagt relativ lange, oder? Kommt mir das jetzt nur so vor. Phoenix, ja? Ja, ich suche euch. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich bin in der Eingangshalle gerade. Nein. Ich habe keine Vermutung, wo er sein kann. Ich werde jetzt eigentlich ein Thermometer holen, dass ich mir so ein bisschen genauer vielleicht. Irgendwo habt ihr das Telefon klingeln gehört? Ja, aber auch nicht, wo es war halt. Das hätte ja überall sein können. So. Also ich hatte hier hinten während der Jagd EMF 5. EMF 4. Ja, 4 hatte ich auch. Thermometer. Kommt da raus, ihr habt alle 0 Sanity. Steck mich natürlich in dem einzigen Raum, der keine Tür hat. Hat doch gut funktioniert. Also wie gesagt, kommt erstmal raus.
Denn unser Geisteszustand sieht nicht besonders gut aus. War es wirklich so ein. Wo ist die Tür? Moment, wo ist die Tür? Habt ihr eine Vermutung? Nee, hast du richtig nicht, oder? Nee, gar nichts. Was hatten wir denn bis jetzt? Ja, nichts. EMF4. Nichts, ne? EMF4 haben wir bis jetzt. Ah. Und eine Sanity von 0. Ja, dann lasst euch schmecken, Jungs. Also er ist auf jeden Fall unten und ich hätte jetzt vermutet im linken Bereich. Also zur Eingangshalle rein. Ich wäre jetzt rechts gewählt, jetzt okay. Eher gewesen. Ich wäre so rechts gewesen, okay. Weil ich die ganze Zeit Schritte bei mir gehört habe. Na gut. Ja, Schritte habe ich auch Schritte gehört, haben leise. Alle, ja, okay. Ich habe es relativ laut gehört. Na dann rechts, okay. Dann, wenn ihr bitte sagt rechts, dann gehen wir auf rechts. Nee, ich nehme doch das Ding mit. Ich habe jetzt die Geisterbox noch mit. Ja, ich habe das Buch. Wird hier rein und rechts rumgehen. Okay. Hier ist halt so blöd, hier kannst du dich in der großen Halle kannst du dich nirgendwo verstecken. Hast du Thermometer oder irgendwas mit? Ja. Okay. Alter. Der ist hier in der Nähe. Temperatur ist normal. Okay. Hat irgendjemand Temperaturschwankungen? Nee, aber die war hier bei mir in der Nähe. War bei uns in der Nähe, die latscht hier rum. Aber im Flur ist die Temperatur auch niedrig. Und bei mir hier. Wo bist du denn? Rechte Seite beim Telefon. Weißt
Aber direkt vor der Tür, oder? Aber die Temperaturen sind halt normal. Aber ich würde denken, wir nähern uns den Telefon. Rechte Seite ganz hinten. Okay. Der linke oder der rechte? Rechts. Wo du drin bist? Rechts. Nee, der andere. Ja, das ist links. Also links. Ja. Ich war gerade in den Raum und da ging zur Anschlussbude. Bist du hier? Schreib in das Buch. Bist du da? Schreib ins Buch. Bist du hier? Schreib in das Buch. Okay, also Sprachboxer. Ja. Meine Fresse. Wir wollen eh was. Zwei Zimmer und dann jagt er wieder. Also das ist... Puh. Ich muss jetzt so... 6 Wasser, 7 Wasser, alles sein. Ich muss so lachen halt. Wegen was musstest du lachen? Alter. Ich würde gerne noch den Bewegungsmelder anbringen. Und na Mann. Warte, mach mal. Viel Spaß. Wir müssen auch wieder hier durch. Wir müssen ja auf die andere Seite von der Schule. Von außen rum? Na, ich dachte, da kommst du bloß auf die linke Seite von dem Flügel. Also wir müssen auch wieder rein. Letztendlich. Ja. Was habt ihr jetzt noch an Ausrüstung? Nichts. Nichts. Thermometer und Taschenlampe. Wie? Nichts. Thermometer und Taschenlampe. Ich hab nichts mehr. Ich hab die Sprachbox dahin geworfen, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Und das Buch liegt auch drin. Also ja, wir müssen aber jetzt trotzdem hier durch, oder? Ja. Weil der, wenn wir Geronimo! Oh Gott, ich warte mal noch kurz.
Ort. Wolltest du nicht mit? Hä? Weiter. Du schaffst das, wir glauben an. Da könnte man die Tür aufmachen, wenn da wenigstens. Also ganz ehrlich. Wir sind schon im Truck. Feiglinge. Kann ja nicht wahr sein, ja. Muss ich noch die Tür selber aufmachen. Ah, das sind Teamkameraden, hä? Wir sind schon im Truck und trinken Kaffee. Ja, warum bist du nicht mitgelaufen? Hä? Warum bist du denn nicht mit uns mitgelaufen? Weil in dem Moment von meiner Maus der Akku leer war. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, das heißt, ich musste vor der Tür quasi kurz die Maus umstecken. Also jetzt auf die normale USB-Maus gehen und hab, dadurch den Anschluss kurz verpasst. Hey, wir gehen alle nochmal rein. Oh, hier, guck mal, Bewegungssensor hat geklappt. Ja, also ich würde auch sagen, wir gehen da mal rein, weil ist ja nur egal. Ja, einer kann ja Pillen nehmen. Oder einer, ja, weiß ich nicht. Wer hat denn jetzt was dabei? Sagst du, was hast du? Ich habe Fingerabdruck und Videokamera. Gut, dann nehmen. Ich habe noch gar nichts. Also, Buch liegt drin. Ich auch noch nicht. Was haben. Ich würde es jetzt hier auch nicht unbedingt auf die Beweise auslegen, sondern ich würde nur noch versuchen, das rauszukriegen, denke ich, was es ist. Ja, deswegen, ja. Buch haben wir schon drin, ne? Liegt drin. Fingerabdrücke, was brauchen wir noch? Thermometer vielleicht. Nehmen noch mal eins mit. Jetzt geht die Kopfschmerzen wieder los, ihr mal. Was hast du mit, Doppelung? Eine Videokamera und ein Kruzifix. Weil mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Will jemand eine Sanity-Pille nehmen? Ja. Ich würde ja jetzt wieder sagen, the risk to fun, aber das hat mir das letzte Mal echt. Ja, ich habe Kopfschmerzen, das ist jetzt nicht so tragisch, wenn ich sterbe. Das hat mir das letzte Mal echt Krieg gebracht, diese Aussage. Traut dich, Sachse. Hand am Druck. Warte. Ah. Hier raus. Ja, geh mal weg. Fünf Grad, 4 Grad. Buch, ja. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das Buch. Ich das mal. Thank you.
Hätte ich in eine Kamera gesetzt? Hä? War das jetzt? Hä? Warum hocken wir jetzt hier? Was ist das jetzt? Keine Ahnung. Der Sachs hat die Tür zugemacht. So, ne? Ich hatte gedacht, das hat jetzt einen tieferen Sinn. Und dass der uns nicht gleich sieht. So. Raus, oder? Die Kamera hast du gesetzt, oder? Ja. Ich habe eine Kamera gesetzt. Hast du deine gesetzt? Nee, noch nicht. Nee. Aber das kann ich noch machen. Komm mit. Ich habe meine von links aus in den Raum rein zu. Vielleicht anders schon. Ich fauch mich mehr an, ich fauch zurück. Der hat dich angefaucht? Also wir haben was? Geisterbox und Geisterbuch, ne? Und Fingerabdruck. Und Fingerabdrücke. Dein Spirit. Hallo. Haben die Fotos funktioniert von der Finger von der Tür? Ja, Fingerabdrücke, ja. Oh, dafür, dass wir die halbe, also seit einer halben Ewigkeit null Sanity haben, war das doch eine ganz erfolgreiche Nummer. Das war so lustig, was machst du Licht aus und dann gehen wir jetzt alle in einen anderen Raum und machen die Tür zu und dann so, ja und jetzt? Ja. Ich hätte gedacht, wenn ihr alle dort reingegangen seid, habe ich gedacht, ich komme immer her. Nee, du hast gedacht, gesagt, du hast irgendwie gesagt, du machst das, wir müssen das Licht ausmachen ja. Und dann. Ja, habe ich ja auf der anderen Seite gemacht, wegen der Videokamera, wegen Obsi und Ach so. Okay. Dann seid ihr drüben rein, ich mir gedacht, was machen die jetzt, oder? Bin dazugekommen. Ja, du bist hinterher und hast und hast die dann gesagt, ich mache wenigstens die Tür zu, dass wenn der jetzt gleich reagt, uns nicht gleich sieht da drin. Ah, alles klar. War klassisches Missverständnis sozusagen. Ja, und ich dachte, was machen wir denn jetzt hier? Ich bin eigentlich böse darüber, weil du die Videokamera gesetzt hast und da habe ich gedacht, gehst in den Nachbarraum für den Fall, dass er jagt, machst du die Tür, also wartest, bis ihr rein seid und machst die Tür zu und fertig ist, aber alles klar. Naja, gut. Okay. So. Spirit. Wollen wir noch was machen? Du kannst gerne nochmal reingehen und also Fotos machen. Ich wollte gerade sagen, hast du hier. Wir haben hier noch immer Sanity. Mut und Leichtsinn, oder wie war das, wie nix? Das Kruzifix hat wenig funktioniert. Na gut. Naja, also. Ich habe Kopfschmerzen, wenn das nicht. Gut. Und wir haben ja auch 36 Minuten, ne? Alles gut. Mhm. Zack. Welcome
So. Sehr gut. Jawohl. Das klappt doch. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.